Elche, 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 eine Elchgang. Es fängt ja schon wieder richtig wild an. Ich marschiere gerade schön in Richtung Süden und erkunde die Map ein wenig weiter unten. Und was geht hier wieder ab? Auerhühner, Elche rennen hier rum, was nicht alles. Ich habe gar nicht die richtigen Waffen dabei. Ich habe mir gedacht, komm, Alter, marschier doch mal so ein bisschen in Richtung Süden. Einfach mal hier so schräg runter, so am Wind entlang. Und dann gucke ich mal, je nachdem wie der Wind steht, ob wir eher hier den einen Aussichtsturm oder dann doch eher hier unten den anderen Aussichtsturm entdecken und aufmachen. Und ja, es geht halt los. Erstmal wird hier rumgegluckst und gegluckert ohne Ende. Die Auerhühner sind hier. Und ich musste schon ein wenig draufhalten. Ja, und was habe ich dabei? Ich habe das Kaliber 22. Das Kaliber 22 Gewehr. Dieses Militärgewehr mal wieder dabei. Hat einfach einen super geilen Sound. Mag ich mega. Richtig schön. Passt richtig gut. Und ich habe einen Bogen dabei, Alten. Mit einem Bogen. Alter, und da rennt hier gerade noch so ein dicker, fetter, feister Elch hier an mir vorbei. Stufe 4. Ja, das ist natürlich ein Dingen. Das ist natürlich ein Dingen. Da muss ich natürlich jetzt gucken. Zack, zack. Auerhuhn, Auerhuhn. So, was mache ich mit dem Elch? Und kriege ich einen Elch mit dem Bogen? Da muss ich ja schon ein bisschen auf Range oder mich richtig ransneaken. Ich bin relativ easy jetzt gerade unterwegs. Ich bin jetzt nicht groß im Schleichmodus oder sowas. Ich will einfach ein bisschen Strecke machen. Deswegen scheuche ich hier gerade so einiges auf. Ja, nichtsdestotrotz, wenn da halt so Vögel hier rumglucksen, dann nehme ich die natürlich gerne mit. Ansonsten, wie gesagt, renne ich jetzt hier nicht richtig sneaky durch die Gegend. Denn mich interessiert halt da unten dieser Bereich, diese Area mit den ganzen Seen, mit den ganzen, ja hier, das alles. Das ist doch geil. Da will ich hin und vor allem da will ich erstmal einen Außenposten. Also Strecke machen. Ab geht es. Oha, da ist er, der Elch. Ich lege mich mal schnell hin, schnell in Deckung gehen. Alter, das wäre doch was mit dem Bogen. Der lag da gerade in so einer Senke. Das wäre doch was. Elch mit dem Bogen? Fände ich doch mal cool, ey. Wir ballern mal einen anderen Pfeil drauf, den dicken. Und dann probieren wir das. Aber habe ich die Tröte dabei? Ich glaube nicht. Ich habe die Elchtröte dabei. Alter, voll der Elch. Ja, krass. Tatsächlich einfach abgehauen. Habe ich ihn doch zu sehr aufgeschreckt. Naja. Da müssen wir wieder Strecke machen. Da, guck mal da. Den haben wir noch nicht. Stufe 1. Schneehase, Alter. Doch, den hatten wir schon ganz am Anfang. Stufe 1 Schneehase. Aber, wie weit ist denn da weg? 80 Meter. Aber den hatten wir schon lange nicht mehr, ey. Zack. Da liegt der Hase. Nice, ey. Und da ist noch so ein Hühnchen. Daneben. Alter, dat aim, ey. Dat aim. Katastrophe. Ha! Pah, ey, abgefahren. So, heben wir mal eben auf. Bronzewertung, Muskeldarm, cha-cha-cha. Den Schneehasen haben wir. Und dann haben wir hier noch ein Birkhuhn. Sehr gut. Und war da noch was? Nee, ne? Das waren die Flecken. Und da hinten dann nochmal ein Bierkuhn. Ja, in die Richtung gehen wir. Das heißt, ich gehe einfach mal ein bisschen leiser vorwärts. Vielleicht sehen wir es gleich noch. Alter, abgefahren von der Area.
Demnächst heißt es ja auch für mich mal ein paar Tage Urlaub machen. Und dann geht es tatsächlich auch in die Wälder, so in Richtung Schwarzwald, schön entspannt auch Pilze suchen und so. Nein! In die Pilzealben. Freue ich mich drauf, wird bestimmt ziemlich geil. Und dann einfach richtig schön Strecke machen durch Wälder und Co. Ich hoffe, es wird nicht zu bergig. Da kriege ich doch gar nicht hin, Alter. So viel Latschen. Unnormal. Alter. Close. Auerhuhn. Das ist ein Ding. Das wird auf einmal ganz nebelig hier. Und es, es fängt schon wieder an zu regnen. Alter, ohne Scheiß, der Sound, ne? Das kannst du dir ja nicht ausdenken. War da nicht noch einer? Okay, ich glaube nicht. Das ist ja der Hammer. Doch, da war noch einer. Da hinten flattert er. Der Bräuler. Das ist aber jetzt hinter der Erde. Noch einer. Noch ein Gubbel. Bock, 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 bock. Hab ich's? Nee. Bock, 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 bock. Krass. Jetzt geht's runter. Nee, doch nicht. Krass, die Viecher, ey. Okay, die sind weg. Aber cool. Also ohne Scheiß, das gefällt mir sehr mit den Vögeln. Ist aber auch echt tricky. Aber die ganze, und auch die ganze Zeit mit Schrot rumballern will man eigentlich auch nicht, oder? Könntest ja normalerweise, könntest du hier rumrennen und dann einfach bam, 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 einfach mit dem Schrot immer schön reinhalten. Nee. Da schieße ich dann doch lieber mal ein paar Mal auch daneben. Dann ist das halt so. Ja, genug gegubbelt. So. Da fliegt wieder einer rüber. Ei, ei, ei. Cool. Bronzewertung. Schön mitgenommen. Ja. Passt. So, der hat mich jetzt einmal umkreist oder was, ne? Den anderen nehmen wir auch noch eben mit. Und dann haben wir hier schon so langsam die Seen, ne? Es geht langsam los, ey. Perfekt. Unentdeckte Area. Ist das hier vielleicht sogar ein Camp? Gucken wir mal. Ich laufe noch mal ein bisschen näher ran. Das wäre natürlich super. Dann hätte ich hier in der Nähe schon mal zumindest das erste Camp. Das wäre doch super. Da haben wir das nächste Urhuhn. So, am Wasser irgendwas zu sehen? Direkt nicht, ne. Oh, Alter. Auch da, Bronzewertung. Hat's schön rumgezätert. Bock, 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 bock. Jawohl, ey. Ja, sehr schön. Da ist tatsächlich ein Camp. Wieder so eine komische Hütte im Wald. Abgefahren, also nichts Besonderes. Da liegen noch ein paar Fahrräder rum oder was? Geil, ey. Dann geht's jetzt gleich mit dem Fahrrad weiter. Perfekt. Alle mal ohne Scheiß, ne? Mal ohne Scheiß, ne? Unter aller Sau, Alten. Also sowas ist ja echt der Oberhammer. Das ist ja echt der Oberhammer, Alter. Abgefahren, ey. Sehr unangenehm. So. Dann haben wir uns hier wieder so ein bisschen eingerichtet. Ja. Toll, nochmal einen schönen Blick auf das ganze Chaos hier richten.
Und dann ist hier unser gesamtes Setup. Tonnenweise Munition, Waffen. Ganze halbe Armeen mit ausstatten hier. So. Ja, ich renne mal nach wie vor so weiter. Was geht denn ab hier, Alter? Ich renne mal nach wie vor weiter. Wir haben schon mal hier einen Punkt. Das ist gut. So, jetzt richten wir uns nochmal eben aus in Richtung des Windes. Okay, ich glaube, es ist klar. Oder halt, ja doch, grob in Richtung des Windes. Das Camp oder der Aussichtspunkt da hinten, der wird es werden. Das heißt, wir haben noch ordentlich Strecke vor uns. Und der Wind spielt mit. Also straight Richtung Osten. War doch ganz gut, hier hinzugehen. Und dann gucken wir mal, was uns da noch erwartet. Also Schwerpunkt natürlich immer noch Kleinviehzeug. Oder direkt auf Elch. Also entweder oder. Die ganzen Vögel, die werden natürlich beim Vorbeilaufen im Idealfall noch mitgenommen. Und jetzt natürlich die Augen offen halten nach allem anderen. Und es gibt ja immer noch die Chance auf diesen komischen Hund, der hier im Süden rumrennen soll. Das wäre natürlich der Oberhammer. Da ist es, guck mal da. Fiepst es mich an. Krass. Und noch eins irgendwo. Dankeschön. Jawohl. Ha, ah, komm. Der war ja wohl getroffen. War der so schlecht? Doch 50%. Oh, das war aber schlecht getroffen. In die Füße geschossen oder was? 25. Und. 0. Und. Nicht dein Ernst? Ah doch, liegt doch. Ha! Die kleinen Vogeldinger, ey. Tatsächlich, nur unten in den Muskel, in die Knochen reingeschossen. Und dann ist es natürlich auch die Munition, die ich jetzt gerade drin habe, mit der ganz geringen Aufpilzung, aber mit der erhöhten Durchschlagskraft. Ob das nötig ist, ich weiß es nicht. Aber man kommt halt so ein bisschen mehr auch in die Gedärme sozusagen, ins Innere rein. Oh, Alter. Saatgänse wieder. Ei, ei, ei. Geht das wieder los hier, wa? Kann man hier mal wieder rein eskalieren? In die Saatgänse. Das wär's doch hier. Da hinten schon wieder. 170 Meter, kann das sein? Kommt nicht von Fleck. Alter, das wird aber schwierig auf die Range. Und jetzt flattert es irgendwie. Alter, was war das für ein Move? Habe ich. Auf 170 Meter, Alter. Hase gehuhnt. Alter, jetzt mal ohne Scheiß, hör dir das mal an, wie das quietscht. Zack, das ist ja nett. Alpenschneehuhn-Warnruf. Okay, das haben wir auch schon lange nicht mehr gehabt. Alpenschneehuhn waren doch, glaube ich, die, die man aus der Luft schießen muss. So, wir nehmen erstmal den, der da oben liegt, dann den hier unten. Da, da, da. Meter. Zack. Alter, ich hab ihn. Alpenschneehuhn aus der Luft. Das war natürlich super praktisch, dass er direkt straight vor mir weggeflogen ist. Mega. Rabams. Silberwertung. Alpenschneehühnchen, Alter. Richtig gut. Nice. Ja, Mann. Sehr gut. Cool. Ach, sehr gut, ey. Schwierig, ohne Scheiß. Nicht ganz einfach, aber das war natürlich wirklich glücklich.
gerade vor mir weg. Zack, schön noch getroffen. Ah, Glück gehabt. Gute Wertung dafür bekommen. So, Hasen haben wir anscheinend auch hier in der Area. Sehr gut. Zwischen 7 und noch was. Da lag doch noch irgendwo. Ah, hier ist er. Da lag doch noch ein Kandidat. Also ohne Scheiß. Also fürs Rumrennen und man macht so Strecke und dann hat man so zwischendurch hier die kleinen Dinger. Das ist gar nicht so schlecht. Ich finde das gar nicht verkehrt. Das ist auch, ich finde, das ist auch so gut von der Verstreutheit sozusagen. Immer mal wieder so ein und zwei reicht völlig. Wenn ich mir überlege, dann kommt da so eine ganze Herde Weißwedel oder sowas. Da muss man da rein eskalieren und dann ist das wieder ein Geraffel. Ich finde das ganz nett so. Man hat so ein bisschen die Strecke, man erkundet das alles. Klar, zwischendurch sollten da natürlich auch so ein paar Highlights noch kommen, ne? Ich hatte jetzt hier auf der Strecke einige Bärenspuren noch gesehen. Kann also auch durchaus noch passieren, dass hier Bären reinballern. Und wie gesagt, dieser eine Hund. Oh, eurasischer Luchs auch hier. Okay. Dieser Hund wäre auch nicht schlecht. Ja, und natürlich Elch, ne? Elch war ja auch schon da. So, wieder mal knapp 1 Kilometer noch bis zum Ziel. Die Area hier wird natürlich wieder interessant. Alter, da ganz hinten. Sehe ich das richtig? Da ganz hinten auf der Straße. 650 Meter. Da flattert was, ja. Das ist ja der Hammer. Und da rechts, glaube ich, auch nochmal, oder? Kann das? Na, nicht zwingend. Das ist aber extrem weit. Und wenn das ein Alpenschneehuhn ist, dann müsste ich es ja erstmal aufscheuchen, um da überhaupt eine Wertung für zu bekommen. Das ist ja mega weit weg. Ach du Scheiße. Hab ich. Ja, Alter, ohne Scheiß, ne? Wenn ich straight up vorhin wegfliegen, kann man das noch machen, ne? So, jetzt immer noch nicht zu sehen da hinten. So weit weg ist das. Also, hier war gerade eine Gang irgendwelcher Gänse, ey. Das sah aber auch cool aus, oder? So, mal gucken, was kam denn hier für Adler entgegen, Alten? Guck mal, ganz dunkel. Alter, die Tundra saht ganz. Zack. Erwischt. Runtergefallen. Mitgenommen. Na, guck mal. Sieht man schon, ne? 2 Stück, die da auf der Straße hocken. Oder sogar 3. Da sind 3. Ja. Oder da sogar auch noch welche. Oh ja, da sind auch noch welche. Da ist auch eine ganze Gang wieder. Jetzt habe ich sie. Alpenschneehuhn. Und noch eins. Das ist ja krass. Und da ist noch irgendwie eine Markierung. Da war schon fast was. Wir sind auf wie viel? Da 1, 2, 3 Alpenschneehühner. Das ist ja wild. 4. Alles Weibchen. 1 Männchen. Stufe 2. Das ist ja wild. Fast 300 Meter hier entfernt. Hocken da alle auf der Straße. Das ist ja wild, ey. Also, ich werde das nochmal testen. No Scope und einfach draufhalten. So nah dran, wie es geht. Ich gehe mal hier, ich versuche hier in diesen Baum reinzugehen. So. Alles vermeiden, was man vermeiden kann. Und dann hoffe ich, dass ich jetzt hier gleich im Baum richtig schön unsichtbar bin. Und dann kann das Eskalieren losgehen, ey. Ja, sehr schön unsichtbar. Immer noch unsichtbar. Wo war das andere? Wo waren die anderen? Hier waren noch Männchen.
Oh fuck, dahinter. Da. Da. Eins, zwei. Da. Also von vorhin sah das aus, als ob die hier sind. Aber es ist auch so eine leichte Kurve. Da. Da. Leider nicht zu sehen. Was war das? Wie so einen komischen Grafikbug oder was? Da markiere ich einen Strohhalm am Kopf mit oder was? Hier bei dem auch. Ja, schwer zu sagen. Ich würde sagen, ich baller einfach mal drauf. Tja. Hinrennen und aufscheuchen, ne? Okay, die sind einfach ein bisschen dumm. Alter, man sieht sie so schlecht, ne? Jetzt mit dem Schrot wäre es so gut gewesen, ey. Sind die, die sind einfach, für sowas sind die einfach zu klein, ey. Auf jeden Fall nochmal Schrot mitnehmen das nächste Mal. Das ist ja must have, ey. Keine Wertung dafür, ja. Verdient. Zack, das nächste auch nicht. Verdient, klar. Hahaha. Ha, ha. Immerhin XP dafür bekommen. Geldbonus 1000. Gar nicht schlecht. Muss ich mir einfach nochmal merken, hier die Area. Krass. Also, auf jeden Fall Schrot mitnehmen. Egal was ist, Vogelschrot must have. Ist einfach must have, Alter. Was willst du denn sonst mitnehmen hier? Bei dem ganzen Gegluckse und Geguckel. So. Wo sind wir denn jetzt hier? Wir sind schon in der Nähe, okay, von diesem Seitenarm hier. Da gehen wir jetzt. Da gehen wir jetzt gleich mal runter. Da, 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 da. Da rennen sie wieder. Ihr seid doch verrückt. Da. Eins, zwei, drei. Vier Stück oder was? Da hinten der Babbo. Habe ich nicht, oder? Krr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 r
Ihn hier will ich. Ihn will ich. Mit dem Bogen. Hundert noch was Meter. Krass, ich hoffe, das geht. Getroffen. Alle anderen haben überhaupt nichts mitbekommen. Haben nichts mitbekommen, Alter. Die kommen sofort an und denken sich, oh geil, Alter, lass knattern. So, jetzt haben wir hier noch zwei Stück. Stufe 3. Stufe 3. Okay, schon abgehauen. So, liegt glaube ich sogar schon. Versuchen wir nochmal hier. Versuchen wir nochmal. Siehst du hier schön, oder ist noch jemand? Da haben wir noch einen. Den nehmen wir noch jetzt. Gleich, wenn er anhält. Ich tröte nochmal. Bin immer noch relativ unsichtbar. Nicht richtig gut, aber das sollte eigentlich reichen. Jetzt sogar richtig gut unsichtbar hier. So. Gerade mal eben schauen, was da hinten ist. Ich hoffe, dass ich den ersten gut getroffen habe. Oha, hier unten direkt. Close. Nee, jawohl. Müsste auch gut getroffen sein. Vorne, Schulterblatt, Lunge hoffe ich ja immer. Beim Erwoll. Alter. Erstaunlich gut. Mit dem Bogen, Alter. Wie das reinzimmert. Da kann sich manch ein Ballermann eine Scheibe von abschneiden. Effektivität, Deluxe. Richtig, richtig gut. So, da haben wir noch jemanden. Auf 60, nee, nochmal hier unten, auf 40 genullt wieder zurück. Zack, mitgenommen. Hier vorne, direkt nochmal hier. Auf 60 genullt. Auch noch mitgenommen. Aber relativ schlecht getroffen. Bisschen weiter hinten. Die kriegen gar nichts mit. Auch noch mitgenommen. Abgefahren. Haben die tatsächlich den Sound rausgenommen beim Bogen oder was? Ist das kein Schuss mehr? Das wäre der Hammer. Ich würd ja sowas von. Ich würde ja nur noch mit dem Bogen. Ich meine, ist klar, dass die aufschrecken, dass die verschreckt sind. Aber wenn das kein richtiger Knall mehr ist, das wäre der Hammer, Alter. Alter, wie das hier aussieht, ey. Spuren, Blut und Elche. Bogen, Schuss, Elch, Eskalation. Krass. Na, dann gehen wir mal einsammeln. Die blinkenden Elche. Da ist er. Ordentliche Schippe. Aber das ist, glaube ich, noch nicht der größte. Ravems. Silberwertung. Beide Lungenflügel. Am Herz sogar noch knapp vorbei. Na, warte mal. Wollen wir vorne da? So. Ja, knapp überm Herz rüber. Schön. Mitgenommen. Nummer 1. Braunbär,
Weißwedel, Weißwedel Gang. Alter, was ist denn hier los in der Area? Und ich sag noch, das wird aber hier bestimmt wild. Und es wird wild. Alter, mit dem Gewehr und Mehrfachschuss könnte man hier schon wieder richtig rasieren, ne? Ist das krass. Der Teddy auf 100 Meter. Sollen wir testen mit dem Bogen? Aber ich sehe nichts, das bringt doch nichts. Nein, das bringt doch nichts. Ich sammle erstmal ein bisschen weiter ein. So, der nächste. Ja, dann geht auch, Alten. Der nächste war hier unten. Auch hier Silberwertung. Beide Lungen direkt durch. Zack, zack. Paris, Athen. Auf Wiedersehen. Mitgenommen. Dann liegt hier direkt der nächste zwischen den Steinen. Ist das wild, ey. Bedürfnisgebiet Elch. 5 Tiere. Das waren noch mehr als 5, oder? So. Weibchen, keine Wertung, aber auch da, zack, zack, einmal durch bis in den Magen. Und ich frage mich natürlich, wo ist der Erste hin? Der Erste mit dem Anschuss, der erste Anschuss sozusagen. Da oben ist, glaube ich, die Blutspur. Ich hoffe, der ist gut getroffen, der war am weitesten weg. Oh, hier oben liegt auch direkt schon wieder was. Das ist aber wieder ein anderes, ein Weibchen. Wollte sich der Bär bestimmt gerade snacken. Und hier haben wir schon die Weißwedel zwischen. Ja, ja, ihr Weißwedel. Ihr könnt ruhig gehen. Ich mach da jetzt nichts. Gerade gar keinen Bock drauf. Die verrückten Viecher. Alter. Komplett mitgenommen. Und irgendwelche Gänse schnattern hier auch noch rum. Wild, wild, wild. Naja, Leute, du müsst aber auch gehen, ey. So, wo ist der andere? Wo ist der große Elch? Okay, das ist offensichtlich kein guter Treffer gewesen. Wenn man das jetzt vergleicht, von der Entfernung bis hierhin, und wir haben hier die dritte oder vierte Blutspur bestimmt, und es ist immer noch 75% voll sozusagen. Nicht viel ausgeblutet. Irgendein Vöglein zwitschert hier schon wieder. Das heißt, der ist einfach schlecht getroffen. Der ist einfach nicht so gut getroffen. Alter, wie krass. Da unten ist auch noch ein Anleger. Ist das so ein Fährboot? Müsste es sein, ne? Das ist cool. Wenn das ein Fährboot ist und da drüben das nächste Camp und hier ist der Aussichtsturm, dann ist das ja richtig cool. Ja, was natürlich jetzt übelst mies ist, dass der große Elch hier abgehauen ist, ey. Das ist ja mies. Vielleicht finde ich ihn trotzdem noch. Alter, dass er nicht einfach mal stehen geblieben ist, ey. Alter, super krass. Sieht das cool aus hier. Sehr, 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 sehr cool. Sehr, sehr, sehr coole Area. Ganz anderer Style mal, ey. Alter, abgefahren. Richtig abgefahren. So ein Erlebnisdingen hier, ey. Nee. Übertrieben. Wirklich übertrieben. Wirklich übertrieben. Cool. Naja. Nice. Ja, sehr, sehr, sehr cool, ey. Und dann ist man schon hier oben.
So eine kleine Aussichtsplattform. Alter, das haben sie aber richtig cool gemacht. Richtig schick, ey. Und dann geht es nochmal höher und dann hat man hier den Ausguck. Jawohl, hier ist jetzt so ein Lichttunnel, so ein Lichtschacht, der dann da runter geht. Top. Cool. Sehr, sehr nice. Sehr, sehr, sehr nice. Und hier flattert es schon wieder rum. Ja, wäre natürlich cool, wenn ich den Elch noch finden würde, könnte. Ich gucke allerdings jetzt mal, ob wir hier mit dem Boot rüberfahren können. Und hier dann den nächsten Spot auch noch entern. Das ist ja der Oberhammer. Ja, Tatsache, Alter. Und das ist genau das, was sie ja eben auch am Mississippi eingeführt haben. Dass man dann hier mit dem Boot interagieren kann. Und dann sollten wir da drüben landen, ungefähr. Irgendwo da drüben muss auch nochmal ein Anleger sein. Ja, wir fahren erstmal rüber. Zack. Kurz geladen. Eurasische Enten. Gänse. Ja, wir sind so ein bisschen... Bisschen weiter, da ist das andere, da ist der andere Anleger. Alter, das ist richtig viel Strecke. Cool. Aber auch die haben wir freigeschaltet. Und ja, die Krickenten. Und da oben geht es dann nochmal in die nächste Base. Ist natürlich jetzt gerade richtig mieses Wetter. Alter, ein Viererelch auf 400 Meter, richtig stattlich. Sollen wir den noch mitnehmen? Kriegen wir das hin? Nachdem der andere ja schon nicht so gut geklappt hat, kriegen wir doch den Vierer hin, oder? 500 noch was und dahinter ist noch einer. Alter, mit einem anderen Ballermann wäre hier schon wieder Sense. Oh, der scheint auch groß zu sein, oder? Nein, jetzt bin ich wieder mit dem Boot gefahren. Das ist natürlich unangenehm. Zack, okay, jetzt ist er wieder zurück. Und man kann ins Wasser fallen. Alter, wie viel Fails kann man machen an einem Stück? Ich gehe da mal hin. Also, die waren keine 400 Meter entfernt. Die sind so ungefähr 200 entfernt. Und marschieren da schön rum. Das heißt, ich brauche jetzt hier einen passenden Baum. Und dann werde ich versuchen, die anzulocken. Okay, ich bin auf 100 Meter... Und gar nicht gut getarnt hier. Und dahinter war irgendwie, da stand auch noch einer. 120 Meter. Die sind immer noch ruhig. Ah, da ist er. Okay. Ein Dreier ist da nur. Also, unser Ziel immer noch. Der Vierer. Der Babbo. Hier ist er. Da. Im Dickicht. Das ist er. 117 Meter. Das heißt, ich gehe vor... Bis zu den anderen. Alter, ich werde gleich umgeflattert von den Gänsen weg über den Haufen geflattert, ey. Die sind immer noch ruhig. Es ist immer noch alles gechillt. Okay, ich bin hier so einigermaßen unsichtbar. Und hab hier auf... Na, kriegen wir ihn markiert? Da ist er. Auf 80 Meter... Den Babbo-Elch. Das heißt, ich muss durchs Gestrüpp durchschießen. ...60 Meter... ...80 Meter. Ganz, ganz uncool. Ich tröte mal ein wenig rum. Dritter Ruf. Und er reagiert. Da ist er. Okay, wir sehen ihn schon mal besser. Nachteil, jetzt läuft er. Okay, alles gut, alles gut, alles gut. Und drauf. Zack. Müsste gut getroffen sein.
Müsste gut getroffen und er liegt. Ich sehe ihn schon, er liegt. Alter. Abgefahren. So, jetzt decken wir aber erstmal hier die neue Base auf. Auch die hier, die gesamte Area, eher richtig schick gemacht. Und im Anschluss gucken wir dann, was der Elch denn hier für eine Wertung hatte, den ich gerade mit dem Bogen getroffen und erlegt habe. Ich bin schon übelst gespannt. Aber auch das hier ist ja richtig cool. Ein oller verlassener Bauernhof oder was? Nee. Alter, richtig, richtig cool. Da haben sie sich mal ordentlich was einfallen lassen. Schicke Area. Sehr, sehr, sehr cool, ey. Das wäre doch mal so ein Ferienhäuschen, oder? Nice. Mal eben kurz einen Blick reinwerfen. Zack. Cool. Ja, Mann. Sehr, sehr, sehr geil. Kann man da noch rein? Ja. Ja, Alter. Ist ja der Hammer, ey. Sehr schick. Sehr, sehr schick. Coole Ideen. Jawohl. Alter, und hinten geht's noch zum Grillen. Da gibt's dann jetzt gleich Elchbraten. Und jetzt gucken wir mal, was der für eine Wertung hatte. Jetzt will ich euch aber auch nicht länger auf die Folter spannen. Gucken wir also endlich mal rein, was denn der große Elch für eine Wertung hat. Abgefahren. Hier ist er. Und Goldwertung Elch 4 auf 54 Meter. Da ist er. Stattlich. Hätte noch ein bisschen mehr sein können, oder? Aber ich glaube, richtig gut getroffen. Bogen, Alter, und Elch ist doch der Oberhammer. Dicker, fetter Bogen. Stattlicher Elch. Da hinten schreit er schon wieder rum. Mega, mega, mega gut. Schöne Goldwertung. Mitgenommen. Zack. Aber nur ihr Lümmels, wenn es gefallen hat, Daumen da lassen fürs Video, den Kanal abonnieren nicht vergessen. Und dann sehen wir uns in einem der nächsten Videos oder im Livestream auf Twitch. Bis dahin.